Brust in Schöneberg. Nachdem sich die Wasserfreunde Spandau am Mittwoch im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie um die deutsche Wasserballmeisterschaft gegen ihre Dauerrivalen von Waspo Hannover mit 8:10 geschlagen geben mussten, mussten die Berliner nun die nächste Niederlage verkraften. Wenig Chancen genutzt und Waspo hat die halt als eiskalt ausgenutzt. Und ja, das ist halt der Grund, warum Waspo halt, ich glaube, 3 Tore jetzt besser war als hier. Von Anfang an war es eine Partie auf Augenhöhe. Doch schafften es die Spandauer nicht, ihr Überzahlspiel auszuspielen und verloren ihren Spielführer Marco Stamm bereits im zweiten Viertel aufgrund eines Fouls. Den Gästen aus Hannover gelang es mit dem dritten Spielabschnitt nach und nach davonzuziehen. Bis zur letzten Sekunde würde ich sagen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Jetzt müssen wir halt wirklich mal zeigen, wie stark wir sind und uns 100% geben, beziehungsweise mit mehr als 100%. Bereits morgen kann es zur Entscheidung in Schöneberg kommen und es wird sich zeigen, ob die Spandauer ihren Frust in einen Sieg umwandeln können.